Wir begrüßen Sie auf das Allerherzlichste zur heutigen Partie aus der Allianz Arena. Heute sehen wir Bayern München gegen Mainz 05. Und wenn diese beiden gegeneinander antreten, also dann dürfen wir uns sicher auf ein tolles Spiel freuen. Bin ich bei dir, Wolf. Die werden uns mit Sicherheit nicht enttäuschen. Das gibt ein Offensivfestival. Dieses extreme Pressing, was sie immer wieder spielen, geht natürlich ganz schön an die Körner, ne, Buschi? Ja, das können wir wahrscheinlich auch heute wieder beobachten. Aber sie haben die Physis, um das durchzuhalten. Das machen sie immer sehr, sehr gut. Und da ist die Aufstellung der Mainzer. Bei Ihnen sehen wir heute ein 4-4-2 mit Raute, Buschi. Und entsprechend wird der offensive Mittelfeldspieler die Stürmer vorne natürlich verstärkt unterstützen. Ich finde, das ist, so wie sich da darstellt, eine variable Aufstellung. So, los geht's. Anstoß Bayern. Javi Martinez jetzt. Thiago. Jetzt. Vielleicht die Führung jetzt. Klasse gemacht, stark geblockt. Und Javi Martinez. Robert Lewandowski. Lewandowski. Coman. Thiago. Und die Möglichkeit. Sie liegen vorne, war zu erwarten, oder? Ja, bester Sturm der Liga. Das haben wir hier wieder gesehen. Aus dieser Entfernung musst du einfach ein Tor erzielen. Stimmt, aber wir haben ja schon alles erlebt, dass Spieler selbst aus solcher Distanz das Tor noch verfehlt haben. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Nicht wirklich überraschend, dass der FC Bayern hier führt. Gbamin. Alexander Hack. Aaron Martin. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Da haben die Bayern Platz. Da kommt die Flanke. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. David Alaba. Jetzt kann er flanken. Den klärt er gut. Müller. Thiago Alcantara. Gbamin. Aaron Martin. Jetzt müssen sie aufpassen. Die Situation bereinigt von Kimmich. Gbamin. Latza. Lassen den Ball laufen, aber jetzt wird's gefährlich. Da schießt er. Chance lebt noch. Glanzparade. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Dani Latza. Quaison. Macht er ihn. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. War ja eigentlich in Echtzeit schon recht deutlich. Ja, aber so gibt es dann eben keine Diskussionen mehr.
Die Ecke kommt rein. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Den spielt er wieder zurück. Boetius. Jetzt die Flanke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Alexander Hack. Alaba kann er klären. Wichtig. Und Fabi Martinez. Kimmich. Und Müller. Ja, da läuft der Ball sehr gut. Sie tun aktuell wenig für die Offensive. Aber sie müssen sie auch nicht zwingen. Da verlieren sie den Ball. Spiel unterbrochen, gibt Freistoß für die Münchner. Gbamin. Rosinski. Da ist jetzt Platz. Er passt ihn auf den Flügel. Hereingabe. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Kai Sommer. Könnte der Ausgleich sein. Und er geht rein. Oh, oh, Ausgleich. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt ist wieder alles offen. Alles ist möglich. Sie sind zurück im Spiel. Das war der Ausgleich. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Der FC Bayern ist hier klarer Favorit heute, oder? Auf dem Papier schon. Und dann werden wir mal beobachten, ob sie das auch auf den Platz bringen. Latzer. Gutes Timing, gute Grätsche. Er holt sich den Ball. Thiago. Da ist der Ball weg. Da ist die Flanke. Da können sie erstmal klären. Nun Javi Martinez. Alaba. Nun David Alaba. Ich sag's mal so, David Alaba weiß im Moment noch gar nicht, wie gut er wirklich ist. Ja, also taktisch, athletisch ist er eh schon top. Seit einiger Zeit versucht er sich aber auch noch als Distanzschütze. Er zieht ab! Was für eine Aktion! So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat! Jetzt kommt die Ecke. Oh, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Da haben sie jetzt Platz. Kommt jetzt die Flanke? Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Alexander Hack. Aaron Martin. Latza. Boetius. Alaba. Das Potenzial von in der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Er trifft hier eindeutig den Gegenspieler. Das war ein klares Foul. Da lässt er dem Schiedsrichter wirklich keine andere Wahl. Freistoß kommt in den 16er. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Ecke für den FC Bayern. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Führung. Sonst ist er so stark, aber heute
heute geht nicht so viel. Es wirkt fast so, als würde er sich heute eine Auszeit nehmen. Ein ganz schwaches Spiel. Kimmich führt aus. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Quaison. Latza. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Müller. Kimmich. Und Müller. Da kommt der Pass auf außen. Jetzt die Flanke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Thomas Müller. Ball zurück zu Müller. Thiago. Javi Martinez jetzt. Und jetzt Müller. Geht er rein. Er trifft den Pfosten. Kimmich. Thiago Alcantara. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Nur der Alu-Treffer eben. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1-1 und damit dürften die zweiten 45 Minuten richtig spannend werden. Wie siehst du die Leistung von Lewandowski bislang in diesem Spiel? Guter Auftritt, würde ich sagen. Ein Tor gemacht, einmal war es ganz knapp. Ich glaube, wenn er so weiterspielt, macht er noch eine zweite Bude. Der Anschluss ist erfolgt, die zweite Hälfte läuft. Boetius. Latza. Gbamin. Jetzt die Flanke. Das gibt Einwurf. Und schon ist der Ball weg. Coman. Und Thiago. Lewandowski. Alaba. Alaba jetzt am Ball. Thiago. Er überzeugt heute als Passgeber. Thiago. Coman. Tja, wo ist sie jetzt, die Lücke? Wo ist sie? Die Chance. Das ist klasse, wie sie das da machen, weil sie ein exzellentes Kurzpassspiel aufziehen. Thiago jetzt. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Javi Martinez jetzt. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Kimmich. Und Javi Martinez. Guck mal, jetzt kann er die Flanke bringen. Jetzt die Gelegenheit. Diese Führung eigentlich keine große Überraschung. Nein, das ist der beste Sturm der Liga. Den Ball macht er natürlich. Ja, das war nicht wirklich schwierig aus der Distanz. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Die Münchner führen nach diesem Tor. Gbamin. Alexander Hack. Boetius. Latza. Hummels. Nun Javi Martinez. Kimmich. Gnabry. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke bei Gnabry. Und jetzt die Chance. Auch da zeigen sie wieder ihre Klasse. Unfassbar, was die da offensiv veranstalten. Auch heute wieder.
waren sie wohl noch geschockt vom Gegentor. Und dann klingelt es gleich wieder. Ein richtiger Nackenschlag. Zwei Tore in so kurzer Zeit. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Quaison. Latza. Ball jetzt abgefangen von Thiago. Lewandowski. Gnabry. Müller. Jetzt die Bayern im Angriff. Alexander Hack. Super Aktion, gut geklärt. Wird gleich einen Wechsel geben bei den Bayern. Gnabry. Lewandowski. Kein Grund zur Aufregung, es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Nun wird es Wechsel auf beiden Seiten geben. Alexander Hack. Coman. Klasse Einsatz. Und Thiago. Gnabry. Tolisso. Die Pässe jetzt. Der Ball läuft gut. Sie verfallen nicht in Hektik. Warten auf die Lücke. Warten auf die Chance. Und nun Alaba. Auf der Position als Linksverteidiger gibt es eigentlich keinen besseren als David Alaba, oder? Also auf jeden Fall gehört er dazu, absoluten Weltspitze. Thomas Müller! Sie sind so nah dran, hier ein weiteres Tor zu erzielen. Gbamin. Und da ist der Ball wieder weg. Serge Gnabry. Pass kommt vor Lewandowski. Der Pass, nichts zu halten hier. Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Der FC Bayern hier also mit dem nächsten Treffer. War es das jetzt Boucher oder kommt der Gegner nochmal? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Mit so einer Führung im Rücken haben die Bayern jetzt einfach die nötige Sicherheit, um das Spiel nach Hause zu bringen. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Latza. Das könnte gefährlich werden. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Quaison. Den Ball holt er sich. Alaba. Und jetzt Hummels. Neuer. Jetzt geht es im Prinzip nur noch darum, den Ball nicht mehr herzugeben. Und das machen sie absolut souverän. So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert. So der letzte Drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen. Aber sie liegen halt vorne und wer will es ihnen verdenken? Lewandowski. Da muss er hin und holt sich den Ball. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Tolisso. Sie bieten sich an. Müller. Fällt das Tor doch noch. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Ein neuer Mann macht sich bereit. Wechsel jetzt bei Mainz 05. Ja, und warten wir mal ab, wie das dann im Spiel aussehen wird nach dieser Umstellung. Alaba jetzt am Ball. Jetzt die Flanke.
Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Früh wird er jetzt gestört. Sie wollten den Ball, sie haben den Ball. Fängt diesen Ball ab. Donati. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Da können sie erstmal klären. Müller. Lewandowski. Franck Ribéry am Ball. Lewandowski. Müller am Ball. Die Bayern im Vorwärtsgang. Macht er ihn! Ein fantastischer Treffer! Und besser kannst du die Kugel nicht platzieren. Er geht in den Winkel. Und damit machen sie hier kurz vor Schluss noch ein Tor. Scheint so, als bekämen sie heute nicht genug. Die Fans wird's freuen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Jetzt ist es natürlich leicht, das so zu sagen, aber den Spielverlauf hatten wir so erwartet, ne Buschi? Ja, bin ich bei dir. Ganz ehrlich, es gibt natürlich immer wieder mal Überraschungen im Fußball, aber an einem normalen Tag sind sie einfach das bessere, das auch individuell stärkere Team und das zeigen sie heute. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Die Bayern haben den Sieg, die Partie ist abgepfiffen. Sie verlieren das heutige Spiel. Was waren die Gründe aus deiner Sicht? Na, zum einen natürlich mal ein starker Gegner, dann war es nicht ihr bestes Spiel. Da kommt immer ein bisschen was zusammen, Wolf. Wie hast du Lewandowski heute gesehen in diesem Spiel? Ein eindrucksvoller Doppelpack von ihm. Und mit diesen Treffern hat er einen großen Anteil am Sieg.